Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Gast-Replay. Heute sehen wir Lugi 4 im WZ-131. Er ist hier im Platoon mit einem Oho und er heißt Lugi 3. Sollte uns diese Namensgebung irgendwie zu denken geben? Ist er vielleicht ein Bot und zwar der vierte? Dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass er schon ganz gut ist, oder? Wenn es die vierte Version ist. Naja, wie auch immer. Naja, gucken wir mal, was hier passiert. Es ist ein 8er Gefecht und er ist ein 7er Scout. Und da hat er eigentlich ganz gute Chancen, glaube ich. Das Team verteilt sich so ganz nett. Ne? Die Heavies, die gehen wie immer in die Stadt. Die Panzerjäger und Mediums, die gehen links lang. Und der AMX-ELC, der geht nach vorne und spottet. Und der macht auch schon ein bisschen was auf. Da vorne, was ist das? Eine ISO? Kann ich nicht genau erkennen. Irgendwas Flaches und höchstwahrscheinlich Russisches. Und da kann er schon hier aus der Entfernung ein bisschen drauf schießen und Schaden machen. Und geht höchstwahrscheinlich auch nicht auf. Jetzt schießt er in die andere Richtung, hat dann Skoda entdeckt und ja, klein. Und die da unten, die kann er auch von hier aus angreifen, das ist ganz gut. Ich glaube, die brauchen auch wirklich Hilfe da auf der Seite. Und das finde ich in Ordnung, dass er sich hier in die Richtung da konzentriert und jetzt nicht versucht, auf der anderen Seite zu gucken oder da irgendwas zu spotten. Er hält sich also schön hinten, versucht zu überleben. Am Anfang eben ein bisschen Schaden zu machen. Das ist schon alles so ganz in Ordnung. Ich gehe mal davon aus, dass der sechsten Sinn schon hat und dass er weiß, wenn er offen ist, dass er hier wegfahren muss. Er steht in dem Busch eigentlich ganz gut. Ne? Man müsste jetzt im Detail mal gucken, ob wirklich alles versteckt ist, was vom Gegner gespottet werden kann. Aber bisher sieht es eigentlich so aus, als wenn er hier noch verdeckt ist. Der Gegner, der rückt hier fleißig nach vorne und unser Team hat da nicht viel entgegenzuhalten. Es steht jetzt 11-4. XVM zählt jetzt immer andersrum. Also wir haben schon 4 Leute verloren, der Gegner nur 1. Und es wird brenzlig, glaube ich. Es wird brenzlig. Andererseits ist halt irgendwie in der Stadt nicht viel los. Ne? Also die gegnerischen Heavys, die scheinen nicht vorgerückt zu sein. Der MX-50-100, der ist auch unten zu sehen und ein T-32, der ist hinten auf dem Hügel geblieben, zusammen mit den Panzerjägern. Also eigentlich ist niemand in der Stadt und da könnten die Leute da auch zurückkommen. Mal sehen, was Lugi 3 im Oho macht. T-29 ist ganz nach hinten gefahren und der bleibt da erstmal und er hier versucht eben, ja, die Basis mit zu verteidigen. Aber ich denke, hier geht er auf jeden Fall auf. Also kann man davon ausgehen, dass er offen ist. Also höchstwahrscheinlich hat er noch keinen sechsten Sinn. So, die Spieleranzahl ist fast ausgeglichen und da kriegt er gerade so den AMX 12 Tonnen und wird hier nochmal aufgemacht von den Scorpion wahrscheinlich. Ne? Der hat da einmal drüber geguckt. Und bleibt jetzt aber unten. Und ganz alleine kann er es aber auch nicht machen an der Stelle. Also jetzt vorfahren ist auch eine blöde Idee. Er muss wirklich hinten bleiben. Gucken, dass er den da mal ein bisschen beschädigt. Und solange der da so stehen bleibt, könnte er auch nochmal drauf schießen. Macht er leider nicht. Er fährt rechtzeitig zurück. So, jetzt orientiert er sich hier neu. Der IS-3 ist ja auch hinten geblieben sozusagen. Der steht irgendwie in der Stadt und verteidigt da und er nimmt eine hintere Position ein, um weiter zu spotten und unentdeckt Schaden zu machen. Ne? Also hier geht es jetzt nicht so sehr darum, den Gegner zu spotten, weil davon sind vorne genug Leute da oder dafür sind vorne genug Leute da. Interessanterweise lebt der AMX-ELC noch. Ja, und da kommt der Scorpion hoch, den kann er da einem mitgeben, sehr schön. Na, und jetzt denkt er schon, dass es wieder eine Zeit ist, nach vorne zu fahren. Die Offensive des Gegners, die ist offenbar gestoppt und jetzt geht er hier den Scorpion an und kann auch an ihm vorbeifahren und der ist einfach nicht schnell genug. Kriegt die Kanone nicht rum und er hat hier bisher keinen Schaden genommen. Eigentlich eine schöne Runde. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Und er muss sich jetzt überlegen, wo er hin will. Ne? Wahrscheinlich spricht er sich da mit seinem Kollegen ab. Braucht er Hilfe gegen den T-32? Es sieht ganz so aus. Der Oho, der hat schon ein paar Hitpoints verloren. Der T-32, der ist noch fast voll. Und deswegen fährt er da auch hin und unterstützt ihn jetzt. Ich glaube, der hat gerade die Arti eingeschlagen, die ist also auch hier eingezielt.
Und da gibt es noch ein bisschen was zu holen. Also die drei Stück, vielleicht kriegt er die noch. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat er hier schon drei Scouts zerstört. Und auch dafür gibt es eine Medaille. Also wir werden es gleich sehen. Ich denke, dass es dafür eine gibt. Und wenn er dann noch drei Artis bekäme, das wäre, glaube ich, eine ziemlich geile Runde. Also ich kann schon verstehen, warum er dieses Replay zu mir geschickt hat. Das ist eine wirklich gute Runde. Die Ingame-WN8. Die Ingame-Berechnung hier der WN8 ist schon bei über 10.000. Also ziemlich gut bisher. Ah, ich sehe gerade, dass mein Modpack oben rechts auch anzeigt, Großkaliber. Also die Medaille hat er ebenfalls schon sicher. Und jetzt fährt er hier ganz hinten rum. Ich weiß nicht genau, warum. Hat er jetzt gedacht, dass der T44 vielleicht hier auf der Seite kommt? Aber der war auch auf der anderen Seite der Map gespottet. Ja, und dann muss er wieder zurückfahren. Vielleicht wollte er aber auch nur aus der Stadt raus, ne? Weil Arti war da eingezielt. Wenn jetzt die Gegner kommen, T32, T44, die sind jetzt beide da und er alleine gegen die mit dem T29, der schon fast tot ist. Also ist schon verständlich, dass er da nicht in der Stadt geblieben ist. Tja, da muss er ein bisschen zielen, trifft leider nicht. Tja, jetzt ist er wieder auf dem Weg zurück. Ne? Also er stellt sich möglichst weit hinten hin, aber schön in den Busch, sodass er die Gegner spotten kann, wenn sie dann kommen. Und dass unsere Arti da möglicherweise wirken kann. IS-3 sagt, I need kill, please. Ach, ich glaube, es geht jedem so. Ach, wenn jemand bettelt, da sollte man, glaube ich, nicht drauf reagieren. Tja, T32 kommt nicht, ne? Geht wieder woanders auf. Ist zurück zum Hügel gefahren, T44 wahrscheinlich auch. Nee, ha, gerade wo ich sage, geht er auf. Jetzt die Frage, ob die Arti da eingezielt ist. Ich bezweifle es. Ich glaube, dass die Arti beide auf den T32 gezielt haben. Der war am längsten offen. Keiner wusste, wo der T44 wirklich ist. Der IS-3 hat seinen Kill bekommen, sehr schön. Und der T44, der fährt jetzt woanders lang. Sehr merkwürdig. Ne? Arti hat jetzt geschossen und verschossen leider. Und er ist hier in der Verfolgung, der versucht irgendwie wegzukommen. Fährt er nochmal durchs Haus durch. Kann er sich das leisten? Ja, er kann sich das leisten. Na, er fährt einfach hinter dem her und kann hier noch Treffer einstecken. Und ich denke, dass der DPM ausreicht, um hier wirklich gegen ihn zu gewinnen. Da braucht er gar keine Hilfe. Gut, ja, T44 hat es jetzt so gemacht, dass er die Front gezeigt hat. Da ging jetzt der Schuss leider nicht rein. Zum Schluss noch sein Ammo-Rack zerstört und die eigene Arti killt ihn hier. Nicht ernst, oder? Oh Mann. So, und hier sehen wir die Auswertung. Ein Panzer aus 28.000 Credits, 1249 die Erfahrungspunkte. Das ist auch gleichzeitig die Basiserfahrung, also kein erster Tagessieg, kein Premium-Account. Großkaliber hatten wir schon angesprochen. Das ist die Neidienst-Medaille. Die bekommt man, wenn man alle leichten Panzer des Gegnerteams zerstört. Mindestens drei müssen es sein. Und das hat er ja gemacht. Die Pascucci-Medaille, die hat er halt nicht bekommen. Also um die Arti hatte sich jemand anders gekümmert. Die hat er gar nicht gesehen. Ja, aber trotzdem war es eigentlich ganz okay, wie ich finde. Fünf Abschüsse, ne, keine Kriegermedaille, wurde ihm zum Schluss noch verwehrt. Und 3.379 Schaden selbst verursacht. Wir können noch mal gucken, hat er hier irgendwas Spotting Damage? Nee, gar nicht. Ne? Also er hat wirklich alles selber gemacht. So, dann danke ich Luki für die Einsendung und hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und unterhalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, fahrt vorsichtig. Hallöchen, ich bin's nochmal. Ich hoffe, das Video hat euch heute wieder gefallen und ein bisschen unterhalten. Wenn dem so ist, dann einfach Daumen hoch, da freue ich mich immer sehr drüber. Oder schreibt einen netten Kommentar. Vielleicht findet ihr ja noch mehr auf meinem Kanal. Hier gibt es eine kleine Auswahl an Videos und Playlisten. Und wer noch nicht hat, der kann natürlich über das Logo den Kanal abonnieren und wird dann immer informiert, wenn es was Neues gibt.